Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Arc Diego. Ja, ihr seht, wir haben uns gefunden. Ja, das ist Percy. Guten Tag. Die hübsche Dame mit den langen Löffeln. Richtig. Und das Tier daneben ist wohl genährt, das ist nur ein Skin. Ich habe auch so eine hässliche Richtig. Ratte auf der Schulter. Und meinem leuchten auch die Augen. Der ist wichtig, der warnt uns vor Unwettern. Deswegen nehmen wir die mal mit. Wir haben uns alle gefunden und wir haben auch schon ganz fest eine Base gebaut. Uns geht's eigentlich recht gut. Wir haben relativ schnell gelernt, dass wir mit Lehm bauen müssen, wenn wir überleben wollen, auf dieser Map halt. Weil die halt sehr heiß ist, sehr stürmisch und da bietet sich Lehm auf jeden Fall an. Wir hatten, die erste Hütte war eine Holzhütte, da hast du nicht ausgehalten, da bist du in der Hütte verdurstet. Und wir haben jetzt auch Spikes, die Schaden verursachen. Am Anfang haben wir den Server so eingestellt, da ging das nicht. Da waren immer alle unsere Tiere tot, wenn wir auf den Server gekommen sind. Wir hatten schon viele Tiere. Aber es haben halt nie welche überlebt und jetzt langsam, jetzt läuft's, ne, Percy? Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir auch eine schöne Befestigung, dass da nichts mehr reinkommt. Ja, und vor allen Dingen dann, also gerade hier so, also hier, ich habe eben nochmal einen Vogel gefunden. Ist auch immer sehr nützlich, dass man die Map mal von oben sieht. Sobald man fliegen kann, ist eh alles gut. Den habe ich letzte Tage mal ein bisschen, der ist auch ein Zufallsfund hier, der kleine Mops. Und unser Goldstückchen ist eher hier, die Möhre. Unsere Möhre ist das beste Farmtier, was wir haben, weil der für Bären, der farmt Stroh, der farmt Holz ein bisschen und vor allen Dingen Eisen und Feuerstein und Stein. Also das beste Farmtier, was man besitzen kann in Ark, finde ich. Ja. Na gut, da gibt es ja auch noch den da hier, der wo halt recht viel Steine sammelt. Ja, aber Steine brauchst du hier nicht. Du brauchst ja hier Leben, ne? Hier aktuell, ja gut, der sammelt halt auch dementsprechend viel Sand, ne? Und du brauchst halt Sand und Kaktus, um Lehm herzustellen. Ja. Da ist halt der recht gut. Unser Klopper hier. Richtig. Ja, also hier, seht das hier, unsere Base ist gewaltig. Ne? Wir müssen jetzt noch hier Pillars bauen gegen Adler. Und wir hatten auch schon einen Drachen zu Besuch bei uns, ne? Muss man auch sagen. Ja. Das ist nicht so schön. Und hier vorne in unserem Eisenfarmgebiet nervt uns die ganze Zeit leider ein Steinschmeißer hier, ein Steingolem. Da könnte man eben einmal rüberfliegen. Ich habe sogar ein Level Up. Und ich habe. Ja, guck mal, ich habe noch Keratin hier drin. Und Fleisch. Ja. Yeah. Kann man da alles nachher reintun. Das Leder schmeiße ich aber weg, ne? Also, ich glaube, Leder. Das brauchen wir nicht mehr, ja. Da haben wir noch aktuell genug. Wir haben so viel Leder. Ich stack das mal eben. Das Fleisch. Es ist alles vergammelt schon wieder hier. Ach so, man kann auch mit Tee. Ich vergesse das immer. Ich vergesse immer, dass man das mit Tee viel schneller machen kann. Ja, das ist dann. Ich bin schon mal bei dem Steingolem, dass wir den mal erwecken, damit die Leute wissen, um was es geht. Ja, ich habe das ja. Ich hatte letzte Tage mal einen Stream gehabt. Da haben die Leute das auch gesehen. Da habe ich mich auch ein bisschen mit dem angelegt. Okay. Aber du kannst den ja nicht haben. Du kannst den mit. Also mit unseren Mitteln können wir dem nicht wirklich wehtun, ne? Nee. Wir können den halt immer nur ein bisschen von unserem Eisen weglocken. Dass wir schön Eisen farmen können und. Zumindest ein kleiner Teil von unserer Eisen. Ja, also wie gesagt, wenn wir mit dem Ankylo einmal hier eine Runde drehen, haben wir ungefähr 900 Eisen. Und 900 Eisen ist ja schon mal was, ne? Kann man nicht meckern. Hast du ihn schon wach gemacht, den Kleinen? Na, hast du nicht wach gemacht? Nee, noch nicht. Ich fliege auch zur anderen Seite, dass ich ihn, wenn, in die andere Richtung locke. Bitteschön. Das hast du ihn wach gemacht jetzt, oder was? Hier sind überall Vögel. Jetzt habe ich ihn wach gemacht. Vogel haben wir jetzt gerade. Ich wollte immer noch mal ein paar Spikes hier hinsetzen. Hier prügeln sich die Kanus. Ach, der Felsen ist wieder gespawnt. Ah, okay. Aufpassen, Diego. Ja. Ich sehe den. Der Steingolem kommt, nicht, dass er dich angreift. Ich sehe den, ja, da bist du sofort tot. Also, wenn der mich einmal trifft. Ja. Oder sie wieder eingegraben. Okay. Ja, das ist das böse Tierchen, wo uns ein bisschen beschäftigt hier aktuell. Ja, also sag mal so, der ist hier durch meine Absperrung durchgebrochen, der Hund. Ich mache ihn einmal kurz wach. Wenn man den einmal so ein bisschen. Uiuiui. Jetzt aber schnell. Kannst du nur eine Kerze machen? Mal gucken, ob man hier, wenn ich mal lande. Sieht er mich hier? Ja. Ja, der sieht mich hier. Oh, der schmeißt. Ich hau ab.
Jetzt beschäftigt es sich wieder mit den Spikes. Sehr schön. Ja, genau. So, da kann er ein bisschen spielen. Genau. Der macht zwar auch ein bisschen Schaden an den Spikes, und aber ja, ja, ihm passiert nicht wirklich was und den Spikes passiert auch nicht wirklich was. Es sieht sehr dramatisch aus und wir haben unsere Ruhe, aber wir können in Ruhe Eisen farmen gleich. Hier ist noch eine Katze. Sollen wir uns noch eine Katze holen? Ich könnte die Katze mitnehmen. Oder reicht uns eine Katze? Ja, aktuell reicht eine, ne? Eine Katze reicht, okay. Ja, der macht da kräftig Randale. Der spielt da mit den Spikes ganz gut. Naja, wie gesagt. Ja, und den können wir nicht töten. Ne? Also wir haben nichts, was stark genug wäre, um den zu töten. Genau, das Einzige, was den kaputt machen könnte, ist eine Kanonenkugel. Ja. Und wir hätten zwar die Möglichkeit, glaube ich, sogar eine Kanonenkugel zu bauen, aber... Ja, ist immer so eine Sache. Kanonenkugel, dann braucht man ein Reittier mit einem Plattformsattel. Ja, dann muss die Kanone drauf und dann müssen wir eine Absperrung bauen, damit er nicht durch die Absperrung kommt. Hast du überhaupt schon so ein großes Reittier gefunden hier, der eine Kanone trägt? Ja, ja, den habe ich schon öfters hier rumlaufen sehen. Ja, wer ist denn das? Ich habe hier wir können jetzt mal eins machen. Wir landen jetzt mal kurz, laden unsere Stamina auf und dann fliegen wir mal rüber zu unserer Öl-Plattform, damit du das auch... Genau. Ich hab grad einen Vogel geärgert. Kommt der hinter mir her? Oh, der kommt hinter mir her. Hast du ein Fernglas dabei? Jo. Guck mal, was das für eine ist. Ob sich der lohnt. Nee, der versteckt sich wieder. Der versteckt sich wieder. Ja, los, dann lande ich einmal, dass ich aufgeladen bin. Und denk dann, dein Vogel ist um einiges besser als meiner. Mhm. Ich werde dir wahrscheinlich weder hinterherkommen. Wie viel Stamina hast denn du? Oder Ausdauer, eher gesagt. 2145. Ah ja, das ist okay. Ich habe 2900. Also ich habe nur 8 Punkte mehr. Fleisch hat er auch dabei? Ja, wir können. Gut, dann fliegen wir mal los. Ja, ich denke, dass deiner schneller ist, oder? Deiner ist vom Level her doppelt so hoch wie meiner. Ja, du fliegst. Ja gut, der war ja auf Level 130 gezähmt. Ja, du fliegst mir aber weg. Ja gut, du kannst erstmal ein bisschen fliegen. Ich hole dich dann nachher mal ein. Im nächsten Video fliegen wir mal einmal in so eine Schlucht rein. Das muss ich euch zeigen. Da bin ich letzte Tage mal gewesen. Das ist mal richtig geil, was die da gebaut haben. Also ich bin... Also die Map ist schwer zu spielen, ja. Aber ich bin richtig beeindruckt, also was die hier gemacht haben. Es ist sehr schön geworden. Wirklich sehr schön. Ist kleiner als die andere. Ja. Aber ist halt, die haben halt wirklich viel... In einer kleinen, wie heißt es, Menge Position viel gebaut und das hat echt schön. Na, siehst du mich noch? Ja. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wann du steigen möchtest. Hier, wir ärgern das Känguru einmal hier. Ich habe das mitgenommen. Oh, Gott sei Dank. Komm mal hier runter. Schau mal vor mir, da ist so ein großes Tier. Das mit dem langen Hals? Genau, und das ist das, was wir brauchen. Da können wir nämlich eine Plattform drauf tun und dann eine Kanone mit Kanonenkugeln. Ja. Ey, warte mal, ich guck mal, was er für ein Level hat. Ich habe leider kein Level Fernglas. 50. Wurde mir nicht angezeigt. Ja, aber so einen besorge ich dir das nächste Mal. Ja, kann man ja machen. Das nächste Mal, wenn du auf dem Server kommst, steht so ein Ding bei uns in der Base. Ich möchte schon was haben, um den Steingolem ein bisschen zu ärgern. Mhm. Ja, krieg mal hin. So, vor uns siehst du jetzt einen Berg, sozusagen, ein ganz großer Berg. Und darunter ist so ein kleines Tor aus Steinen. Ja, genau dahinter ist unsere Ölplattform. Ach, das ist ja gar nicht so weit weg. Ich habe gedacht, du bist jetzt richtig in die Wüste. Na. Alter, wie hast du das Ding denn hier gefunden? Wir haben in der Ressourcenmap gesucht und da war der Spawn da hinten. Was halt der Nachteil ist, hier sind halt auch dementsprechend manchmal Tiere, also Raptoren Ja gut, Raptoren sind ja nicht schlimm. Ja, das sind aber auch Sabertooths, Skorpione. Okay, unten haben wir zum Beispiel wieder einen Kandidat à la Skorpion. Naja, guck mal, ich habe nur die Hälfte Energie verbraucht. Da ist unsere kleine Plattform. Das ist ja nice. Und da habe ich vorhin über 900 Öl rausgeholt. Ich guck mal eben auf die Map. Du räumst da unten ja auf, ne? Wo bin ich denn? Ziemlich genau bei 50, 60, würde ich sagen. Mhm. Okay. Genau, da ist jetzt hier die Ölding. Hat jetzt der Andi, hat die Umrandung gebaut. Ich habe die Ölplattform gebaut, weil der Andi hat dann gebaut und ich habe aufgepasst, dass nichts angreift. Weil hier oben schon auch ein bisschen heftig ist, ne? Du hast auch hier hinten, also ich habe mir auch schon überlegt, dass wir hier eine kleine Base bauen.
Und guck mal, wie viel Eisenspots wir haben. Und hier haben wir keinen einzigen Steingolem. Also ich habe noch keinen gesehen. Okay. Ja. Ja gut, dass man dann hier nur Moon herstellt, meinetwegen, oder so. Ja, irgendwie sowas, ne? Oder halt das ganze Zeugs dann irgendwann mal groß lagern. Aber kein Holz, und dann mit einem, ne? Dann mit einem großen, Bunch rüberfliegen. Ja, da hast du recht, der Holz geben, ist nicht wirklich. Geben viel. Die Kakteen Holz auch hier? Sind das Holz? Das muss ich testen, das weiß ich gar nicht. Kann aber möglich sein, dass die Holz abgeben. Einmal kurz anklopfen an dem Tierchen hier. Ne, Kaktussaft und Stroh. Okay. Ja, na gut, dann haben wir das ja auch erledigt. Ja, also Holz ist hier wenig. Dann müssen wir wahrscheinlich mit Holzlieferungen hier rüberfliegen. Ja, ja. Ja, und dann ist schon fast die Frage, ob du dann das Eisen hier wegholst oder das Holz hier hinbringst. Ne? Ja. Du bist schon auf dem Rückweg. Ja. Und du denkst, ja, dass ich den Weg zurückfinden werde, ja? Nee, aber guckt euch die Map an hier. Ist das nicht schön? Ey? Ja. Das finde ich nicht schön. Unten am Fluss war ich auch schon. Da ist auch richtig Trouble. Ja? Und in der Wüste bin ich gewesen. Da müssen wir eigentlich auch. Da können wir in einem anderen Video nochmal hinfliegen. Ja, Wüste ist halt extrem. Da sind die ist richtig böse Action. Aber gut zum Chitin-Farmen, ne? Ja, das auf jeden Fall, ja. Oh. Wollte ich gerade ranzoomen, das geht ja nicht. Wir könnten das eigentlich mal als Picture nehmen. Ach, das muss ich jetzt mit Arc, muss ich F12 drücken, so. Richtig, ja. Ja, ja gut, dann würde ich sagen, fliegen wir nach Hause, oder? Machen wir das, ja. Und dann im nächsten Video zeigen wir mal die Schlucht. Die möchte ich dir auch gleich zeigen. Die ist echt schön. Ja. Und ich bin ja echt gespannt, welche Schlucht das ist. Ey. Da hängt überall Honig und wir haben keine Schafe hier. Weißt du, wir haben Harz, wir haben Honig und keine Schafe. So ein Ärger, ey. Mhm. Sonst könnten wir uns schön einen Kibbel machen für unseren Adler. Ne? Dass wir mal einen richtig einen hochprozentigen Adler kriegen, ey. Das auf jeden Fall. Holz ist wenig hier, ne? Ja, also da gibt es ganz wenig Stellen, wo du recht viel Holz hast. Also die Stelle, wo wir schon sind, die ist schon recht gut mit Holz bestückt. Ist schon gut geworden, ne? Ja, mhm. Wasser ist auch. Hier ist auch mal schön Wasser. Ich bin immer noch auf der anderen Seite. Also ich bin auf dieser Seite noch nie gewesen. Das ist gerade das erste Mal. Ja. Ich war immer nur auf der anderen Seite. Und da habe ich Siliziumperlen gefarmt. Auf der anderen Seite. Ja, genau, die sind hier. Was das Problem an den Wasserstellen großen ist, da sind halt sehr, sehr viele Tiere spawnbar. Ja. Da dementsprechend auch böse Tiere. Ja, gut, also als ich hier am Farmen war, habe ich ein Krokodil hatte ich bei mir in meinem Tümpel, wo ich rein wollte. Du musst ja tauchen, wenn du Siliziumperlen haben willst. Und dann habe ich erst das Krokodil abgefischt und dann da rein in den alten Tümpel. Ja. Obwohl, ich sehe gerade, war ich denn hier? Das sieht mal so flach aus hier. Also was auch sein kann, ich weiß nicht, ob das geht in der Map, dass sich das Wasser versinkt, ne? Dass das weggeht. Nach einer gewissen Zeit, dass es dann wieder kommt, wie Ebbe und Flut. Ach so, wenn es stark geregnet hat, ja, es kann sein. Das weiß ich auch nicht. Achso, Base ist ganz einfach, ne? Einfach den Berg Richtung roten fliegen zum Roten. Ja, genau. Deswegen ist das recht einfach. Wir sind hier relativ in der Nähe vom Roten Ark. Also eigentlich ist der Spot gar nicht so schlecht, ne? Der ist genial. Also ich habe ja mal. Ich war mir erst lange nicht sicher. Also ich bin mit MapMax hier überall rumgelaufen. Wir haben uns verschiedene Spots angeguckt, wo sollen wir eine Base bauen und so, ne? Achso, ich kann noch einmal kurz die ursprüngliche Startbase zeigen. Wenn ich sie denn finde. Da ist Wasser. Ich muss rechts in die von Richtung. Unserer Base. Ja, ich muss in die Richtung. Hä? Hier sollte sie doch sein. Was soll ich kurz herkommen und zeigen? Ja, warte, ich finde die schon. Die Map ist ja schön. Wir können den Leuten bei YouTube ja ein bisschen was zeigen. Ich bin gerade ein bisschen Brain AFK. Ich bin ja gespannt, wenn ich dich finde. Also ich habe sie schon die Base. Ja, ich muss da oben hin. Ich musste mich erst einmal orientieren. Oh, da ist doch auch gleich die Schlucht wahrscheinlich, oder? Ja, direkt dahinter geht's runter in die Schlucht. Ah, okay. Hier ist unsere Wasserstelle gewesen. Das Problem ist halt, hier ganz am Anfang waren überall Raptoren und die haben uns immer getötet. Und dann haben wir hier vor lauter Verzweiflung so eine Strohbude hingebaut. Die haben die natürlich auch komplett auseinandergeruppt. Und ja, irgendwann sind wir dann hier oben auf dem Berg gelandet und haben dooflicherweise eine Holzbude gebaut. Das war natürlich viel zu heiß. Ich habe dann eine Leiter gebaut, damit ich schneller zum Wasser holen konnte und dann hier oben so ein Wasserbassin hingebaut, aber das war alles nix hier. Und dann haben wir halt von hier aus einen neuen Spot gesucht.
Und ich habe jetzt hier notdürftig, hier habe ich meinen Tiger drin getamed. Ich habe einfach das Dach runtergerissen, den Tiger von oben reingeschmissen, damit er mir nicht abhauen konnte. Ne? Ich habe hier auf der Plattform gestanden und beim Raustragen musste ich noch eine Wand rausreißen hier aus der Bude, richtig, weil ich sonst den meinen Tiger da nicht rausgekriegt hätte. Ja, wir brauchen den Tiger halt, um Chitin zu farmen. Ja. Habe ich mich hier schön hingestellt, das ging eigentlich relativ gut. Ich könnte Percy jetzt auch richtig schön an den Arsch braten. Mache ich natürlich nicht. Hey. Ja, und der hat unsere Möbel aber in Ruhe gelassen, ne? Ja. Der hat hier keine Randale geschoben. Der hat sich hier schön betäuben lassen. Oh, der hat viele Pfeile genommen. Das waren 95er. Oh ja, die brauchen einiges. Der ja, hat sich einiges reingepfiffen. Stimme weg. Ne, ich war froh, dass ich den in diese Taming-Bude reingeschubst habe, ey. Das war schon okay. Das glaube ich. Wir sind am überlegen, ob wir das nochmal richtig professionell ausbauen wollen hier, ne? Eigentlich können ja, wir das als machen, kleines, ne? Als kleine Taming-Bude. Ja. Der Platz ist recht gut hier oben und ist nicht weit weg von unserer Hauptbase. Ja, und hier mit dieser Wassertümpel, der hat sich mittlerweile auch gefüllt. Wir müssen nur noch einen Wasserhahn dran machen. Man kriegt da so nichts raus. Der füllt sich beim Regen automatisch. Dann braucht man nicht immer runterlatschen. Ja, also ihr seht, es, ja, wenn man mit mehreren Leuten auf dem Server spielt und sich erstmal gefunden hat, dann geht das alles auch viel besser. Gut, wir haben auch schon ein paar Stunden gespielt, so ist es nicht. Ne? Ja, so ein paar. ja, das Video ist leider schon wieder zu Ende. Wir haben schon wieder 16 Minuten, 16,5 Minuten Aufnahme. Möchtest du den Leuten bei YouTube noch irgendwas sagen? Bis zum nächsten Video. Sehr gerne. Diego ist draußen und sagt, habt euch lieb.